Und herzlich willkommen zurück bei Soma. Wir haben uns ja heldenhaft in diesen Raum eingesperrt und die letzte Folge beendet. Und jetzt schauen wir weiter. So, wir müssen hier rüber. Warte mal, wir gucken nochmal in die andere Richtung. Nicht, der ist hier übelst durchgerauscht, ne? Vielleicht hat er uns ja da hinten auch den Weg frei gemacht. Dann haben wir nämlich zwei Wege. Nö, hat er nicht, alles klar. Keine Ahnung, was da für ein Viech rumgelaufen ist. Auf jeden Fall können wir rennen. Jetzt ducken. Okay. So. Hier waren wir ja das letzte Mal. Jetzt schauen wir hier weiter. Das ist schon sehr beklemmend, muss ich sagen. Was ist denn da? Warte mal. Der Zaun ist ein bisschen schief angemarkert. Okay. Kriegen wir aber nicht auf. Da ist irgendwas. Da brauchen wir wahrscheinlich dieses Omni-Tool. Das kannst du hier machen. Hier können wir nichts machen. Hier ist alles aus. Oh, Alter. Scheiße, 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 scheiße. Okay, weniger Geräusche und verringern die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden. Okay, warum sieht das Licht aus? Da läuft aber irgendwas. Wo läuft was? Oh, ich sehe nichts, es ist zu dunkel. Was bist du? Ich gehe mal hier todesmutig rein. Aber ich habe keine Ahnung, was das für ein Viech war. Auf jeden Fall ist es bestimmt groß und schwer. Weißt du, wie das gepoltert hat? Ach, ich würde trotzdem gerne mal in die Tür gehen. Was ist das da für ein Apparillo? Ach komm, die Neugier des Menschen. Was leuchtet da? Oh Mann. Ist auf jeden Fall abgeriegelt. Da kommen wir nicht rein. Was bist du? Sollen wir da schon reingehen? Das kam doch von hier, oder? Machen wir vorsichtshalber die Tür zu. Oh Gott, was ist hier passiert? Ah, das Omni-Tool. Das ist hier, Broschüre. Omni-Tool Version 2.5. Das Omni-Tool ist ein fortschrittliches Interface zum Zugriff, Verwalten und Steuern computergestützter Systeme. Die Onboard-KI beinhaltet einen Open-Source-Satz an Verhaltensweisen und Protokollen, mit denen der Benutzer Routineaktionen über grundlegende Logikdiagramme automatisieren kann. Entschuldigung. Im Laufe der Zeit passt das Omni-Tool seine Programme auf unterbewusstes Verhalten automatisch an, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Benutzerfehler zu minimieren. Cool. Das Kurzstreckensignal des Omni-Tool ist für grundlegend oder automatisierte Aktionen wie das Öffnen von Türen nützlich, während es zur Durchführung komplexer Aufgaben mit einer Workstation oder einem Terminal physisch verbunden sein sollte. Zum Upgrade Ihres Geräts stecken Sie einfach eine Erweiterungskarte in den Haupt- oder Zusatzsteckplatz. Der Hauptsteckplatz des Omni-Tools verfügt über einen Standard E1121-Anschluss, in den die meisten handelsüblichen Cortex-Chips passen. Beachten Sie, dass die
Onboard-KI durch die Hinzugefügung einer zusätzlichen KI außer Kraft gesetzt wird. Okay. Der Hilfssteckplatz ist ein Multi-Anschluss, in den eine Vielzahl an Werkzeug-Chips-Modellen passen. Darunter unter anderem A1 113 bis 398, BA2 90 bis 101, X an HITT 19 und UC 329. Okay. Hamades, voll gut. Albert Jane. Tab, können wir unser Inventar öffnen? Ich drücke Tab. Ach, das ist unser Inventar, das ist bloß das Gezeichnete. Okay. Sehr cool. Oh, da juckt sie mir gleich in der Platte. Ja, Wahnsinn, was ist denn da los? So, Aufnahme läuft, ja, check. Sound passt auch. Wow. Ach du Scheiße. Das ist ein Mensch halb Roboter, oder was ist das? Nee, der... Ein Haufen, ja, Ersatzteile und andere Mittel. Hä? Da hat doch gerade einer was umgesummt, oder nicht? Das habt ihr auch gehört, oder? Da kommen wir nicht rein, gell? Nee, okay. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. So, jetzt müssen wir echt äußerst vorsichtig sein, weil hier läuft was mit rum. Kann ich da mein Omni-Tool benutzen? Da geht's wahrscheinlich weiter. Ich möchte aber gerne nochmal zurückgehen, weil da konnte man noch das Tool benutzen. Überall diese Geräusche, dabei ist es jetzt gerade bloß diese Luke gewesen, gell? Habt ihr das Licht auch gesehen? Sagt mir bitte, ihr habt das Licht auch gesehen. Oder muss ich doch erst da hinten hin? Ich gehe erstmal dahin. Ich mache jetzt zwar ein bisschen Krach, aber ich habe Angst. Ich will da nicht durch. Habt ihr auch manchmal so das Gefühl, warum spielt ihr eigentlich sowas? Aber es ist total geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist irgendeine Schleuse? Oh Kacke, was war das? Was war denn das? Nee, ich geh nochmal zurück. Nee, Leute, sorry. Ich muss mir das nochmal antun. Geh nochmal zurück, weil ich glaube, hier geht's weiter. Ich will nochmal drüben schauen, im Breakfast Room oder... nee, in dem anderen Raum, wo das war. Mit dem Durchgucken. So viel zum Thema, wir dürfen keinen Stress haben wegen unserer Blutungen im Gehirn. War das hier? Nee, wo war denn das? Wir konnten doch schon mal irgendwo dieses Tool benutzen. Was? Der Frühstücksraum? Nee, hier war das auch nicht. Hä? Achso. Kann man den Spind zumachen? Hier, genau, da wollten wir hin. Pathos 2.
Omnitool wird gescannt. Lesen. Service Console Optional 3, including pilot seat, activated. Systemstatus. Setup ausführen. Warnung. Fernzugriff abgelehnt. Warnung. Server offline. Warnung. Hauptstromversorgung ausgesetzt. Row Setup A41U ausführen. Programm unzuverlässig verweigert. Notfallsystem 13 Tage verbleibend. So, was hast du hier? Ah, damit kann ich wenig anfangen. Ich bin kein Hacker. Also, was hast du hier? The Tar Cage Grass Legacy DM bla 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 entpacken. Mhm. Subjekt, das sind wir. Der Simon Jaret. 28 mal Y. Terminal Scan. Wahrscheinlich autorisiert durch diesen David Munchie, unseren Doktor, Toronto. Operation nicht verfügbar. Vollständig. Okay. Omnitool. Exit-Chip verwalten. Willkommen zurück, Louise. Moiron. Okay, ihr Omnitool ist in perfektem Zustand, aber nicht mit einem Werkzeugchip ausgerüstet. Beachten Sie, dass Ihr FST-Kit einschließlich Ihres standortübergreifenden Sicherheitszugangs ohne eine Werkzeugchip nicht verfügbar ist. Um weiterhin über Ihre Privilegien verfügen zu können, setzen Sie bitte einen Werkzeugchip ein und führen ein Update aus. Ja, Werkzeugchip nicht eingefügt. Ich kann kein Update fahren. Okay. Da ist jetzt irgendwas passiert? I know they told you that field technicians would get full access throughout Pesos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running. But there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barged into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pesos 2 security operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Okay, nochmal eine Einführung in das Gerät selber. Update können wir nicht. Zurück, zurück. Inventar. Inventar, einfaches Stretch-Anzüge. Okay, 1 bis 6. Okay, okay, unbekannte Kontaminierung. Okay, in Verwendung, in Verwendung. Anmerkung, alle Heimatsu-Kampfanzüge werden in Omicron aufbewahrt. Mhm. So, Helper Jane. Zurück zum Omnitool. Chip verwalten, da gibt es kein Update, warte mal. Chip verwalten, gibt es auch nichts. Optimierung. Ah, warte, 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 das hatten wir schon. Das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Was muss ich jetzt machen? Jetzt haben wir durch. Gut. So, ich würde gerne das Gerät wieder mitnehmen. Ah, hier, guck mal. Oh, für Chips. So, jetzt können wir doch was machen, ne? Update. Aktualisiere Sicherheitscodes. Na dann. Toolchip Security Cipher. Updated. Okay, dann entfernen wir das Gerät doch mal. So, bin ich mal gespannt, wie das Ding funktioniert. So, jetzt können wir weitergehen.
Boah, das ist schon brutal dunkel, Alter. Ich glaube, ich muss es ein bisschen heller drehen, ne? Scheiße, wir sind sowas von nicht alleine. Warte mal, hier waren wir noch gar nicht, gell? Aber da kommen wir, glaube ich, nicht rein. Nee. Konnten wir hier noch was mit dem Tool machen? Nee, gell? Ich glaube nicht. Nee. Hier sind wir durch. Jetzt gehen wir weiter vor. Auf jeden Fall werden wir beobachtet, weil wenn das Viech hin und her läuft und uns beobachtet. Ah, da. Ich weiß auch nicht. Oh Scheiße, das ist noch da oben. Das ist noch da oben. Sind wir hier? Da geht's runter. Wo geht's hier hin? Ich laufe mal die ganze Zeit gebückt, weil es doch eine relativ angenehme Geschwindigkeit ist. Ach, jetzt hat er hier aufgemacht. Alles klar. Abkürzung. Ich glaube, ich muss Strom wieder anmachen, ne, damit ich überall reinkomme. Oh, hier kann man auch schnell seine Orientierung verlieren. Oh. So, wie mache ich das? Wir sind unter Wasser, genau, stimmt, ja. Oh, schaut mal, wie toll das aussieht. Mit den Muscheln da oben drauf. So kleine Erinnerungsschnipsel, gell? Ja? Wie in der Maschine und jetzt hier an dem Apparat auch doch. Was hast du hier? Zeichnung von Fischis. Und weitere Fische mit einem Abgrund. Warte mal, ist auf der Rückseite was? Nee, gell? Nee. Was hast du hier? Zeichnung von Haien, die auch diese Tentakeln rausgucken. Was bei uns auf dem Schiff ist oder hier in dieser Station. Und die fressen irgendwas. Ah, das sind voll die Flashbacks von Bioshock. Haha, voll gut. Welcome to Rapture. Nein, alles gut. Aber ich finde das voll gut gemacht. Hier die Staubpartikel. Weiß nicht, ob ihr die seht, aber voll geil. Nee, ich glaube, ihr seht die nicht, aber ich bin mir da nicht sicher. Doch, ihr seht sie. Solltet ihr sie sehen. Ich mag solche kleinen Details, das ist einfach nur Liebe zum Detail einfach. Richtig gut. So, da geht's wieder zurück. So, Observationstower wäre jetzt geradeaus nach oben. Jetzt gehen wir zur Security erst einmal, weil das der einzige Weg ist, wo wir hin können.
Warte mal, hier sind schon wieder so Störungen. Och nö. Was ist denn nun los? Da krieg ich doch einen Stromschlag. Was ist denn da los? Da kann ich nicht einfach hinlangen. What was that? It doesn't hurt anymore. Und das war unsere Heilung, ne? Okay, ein Lüftungsschacht, aber mehr können wir hier auch nicht machen. Ist das gerade geruckelt? Ah, voll gut. Aber was ist da in diesen Räumen unterwegs? Ich weiß es nicht. Boah, kacke, ist das bei uns mit dem Lüftungsschacht drin? Station Control. Prozess Cooling. Der ist zu, ne? Der ist zu. Oh, wo müssen wir hin? Wo müssen wir denn hin? Wo geht's da hin? Das ist Prozess Cooling. Wer baut denn in den Lüftungsschacht hier so ein Kontrollpult ein? Oder hier so Server-Dinger? Geht's dahin? Exhaust. Ist auch rot, also kommen wir da nicht weiter. Probier's trotzdem. Okay. Boah, wir müssen dahin, wo das Viech ist. Oder das Unbekannte. Zur Station Control müssen wir also. Sieht aus wie riesige Sicherungen. Überall dieses Öl, was darunter tropft. Epsilon Geoterminal Power Plant. Mhm. Production Well. Die Turbine, der Generator, Injector Well. Basis 2. Oh, da zappelt noch einer. Oh, hier eine Notiz. Auf keinen Fall das Struktur. Leck berühren. Sein Effekt auf die Wow kann nicht bestätigt werden. Boah, Störfall wurde bereits SSI Wallchecks gemeldet. Zu dem gehen wir gleich. Weil der sieht harmlos aus. Hey, can you hear me? Das war's schon. Ja, dann sprich mal mit mir. Ich brauche es. Warum?
War schon bitter, gell? Die Maschine hat geglaubt, sie wäre ein Mensch. In Bereitschaft. Das heißt hier, Funksignal blockiert zu wenig Strom. Hier konnte ich noch was aufheben. Achso, das war das Headset. Den Zettel hat man gerade, den hat man auch gerade. Was hat man denn da drüben noch? Das ist auch noch ein Terminal. Nicht funktionsfähig. Was hast du hier? Error. Ja, dann drück mal doch mal aufs Knöpfle. Zack. Ah, jetzt müssen wir das in Einklang bringen, oder? Ah, muss ja schnell drücken. Ah, warte. So. Muss man erstmal herausfinden. Offline geschlossen. Was fühlt sich da? Die Kühlflüssigkeit, Turbinen laufen an. Hauptstromversorgung, jawohl, ist online. Türen aufschließen. War vielleicht ein schlechter Zeitpunkt? Nee, ne? Okay, läuft wieder. Lissabon, Portugal offline. Cadiz, Spanien offline. Stand Delta, Stand Theta, Stand. Oh, what is. What's happening? Hello, is there anyone there? Hey, can you hear me? I hear you. Absalon, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you. Ah, damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not. There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Okay, jetzt müssen wir in die Kommunikationszentrale. Nach oben. Da hinten geht's hoch. Also erstmal runter. Und dann hoch, oder wie? Zeig mal, was hast du denn hier? Da kann ich nichts machen. Epsilon Standarddruck 2017 bar. Sauerstoff nicht verfügbar. Stationsdiagnose nicht verfügbar. Produktion, Stromversorgung wiederhergestellt. Erfasste Ausfallzeit 143 Tage, 11 Stunden, 37 Minuten. Energieproduktion 460 Megawatt. 26 Megawatt, Entschuldigung. Abspann. Transformator-Status-System online. Struktur, strukturell, Integrität der inneren Hülle. Mehrere Brüche in Sektor A, D, G, J und K. Basisstruktur. Unterschutzsicht, Schicht, schwache Perforierung. Panzerung, Bereich U4 bis U5 verlassen. Druckschleusen, S3 geschlossen. Dockgehäuse D1, D2 abgegrenzt. Okay. Nette Informationen. So, wie kommen wir jetzt da runter? Da wollen wir nicht runterfallen, gell? Boah, ich wollte jetzt gerade die Kamera rausholen. Ist zu viel Outlast gespielt in letzter Zeit. Nein. Oh, speichert. Okay, springen können wir auch. Da ist eine Leiter. Aber wenn wir springen. Nein.
Ich wollte doch nur springen. Ich wollte es doch nur mal ausprobieren. Was ist das? Habt ihr das gesehen? Was ist denn das für ein Vieh? Ey, bloß schnell weg, bitte lass mich hier durch. Ja, ich komme da durch. Geleck, muss ich hier noch irgendwelche Ventile drehen? Nee, komm, ich geh hoch. Ist mir wurscht. Das Spiel wird mir schon sagen, wenn ich Ventile drücken muss. Aua. Ah. Was war jetzt dies? Okay, abgeriegelt. Wenn ich zu schnell hier hochgegangen habe, habe ich Schäden von der Tür bekommen, von der Schleuse. Oh, habt ihr das gesehen, was das für ein Viech war? Das war bestimmt auch das Viech, was uns... was uns unten begegnet ist. Ach, scheiße. Was hast du hier? Lockdown-Prozess oder Lockdown-Vorgang eingeleitet. Für Details bitte Terminals prüfen. Ich habe keine ID. Ich habe keine ID. Wo kriege ich eine ID her? Steht hier irgendwo eine ID? E-Werk, Verwaltung, Fabrik, Kommunikationszentrale. Das sind wir ja jetzt gerade normalerweise. Notizblock. Schöne Zeichnung. To-Do-List. Reveal. Exit. Asset. 2A. Ah, cool, Glubschi. Schöne Bilder. Gefällt mir. So was mag ich. Amy und Carl. Ja, in Pathos. Buddies. Kann ich hier alle Fotos angucken? Nee. Geht nicht. Da ist sogar die Wäsche aufgehängt. Da gehe ich gleich hin, da gehe ich auch gleich hin. Will mich erstmal so umschauen. Wo geht's hier hin? Workshop. Mal schauen wir doch mal rein. Was hast du denn hier? Hast du ein Update für mich oder? Oh. Eine weitere Erinnerung. Critical System. Yes. Achso, ich war zu nah hier dran. Okay. So. War das eine Erinnerung, wo sie angegriffen worden sind? Und Carl hat's erwischt anscheinend, der noch gesagt hat, renn. Aber der Buddy ist da geblieben und wollte ihm noch helfen. So hat sich's mal angehört. Wo geht's hier hin? Okay, da gehen wir
gleich lang. Ich würde aber gerne noch mal reingehen. Kann ich irgendwas ausschalten, bevor ich da runtergehe und gucke? Da kann ich das Licht wieder ausmachen, irgendwas greifen. Ich komm schon. Nicht schimpfen. What the hell happened to you? What are you? Are you blind? It's me. Carl. Carl Semke. Wrangler? Any of this sound familiar to you? I know, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard staying a mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. So, where are you, exactly? Are you for real? I'm right here. See me waiting? Look at my hands. Hey, buddy. Okay. I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here. See? Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, you know that? How did you hurt yourself? Not sure. Blacked out pretty bad. Can't remember how I got here. What do you remember then? I was in the pilot seat, remoting a UH. UH? A universal helper. You know, a robot like these things, but livelier. Anyway, I was just dealing with some heat shields, and that's my last clear memory. You were remote controlling a robot. We do it all the time. Robots are too unaware to deal with some stuff. Intuition doesn't grow on motherboards, you know? Did you maybe get trapped in the robot somehow? Your mind is pretty tightly wired to the helper, but nah, pretty far-fetched. Listen, I don't want to alarm you, but I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. Find someone who can help. I'm really hurting here. Go get some help. Okay. Sorry, I think I pulled the wrong lever. Don't sweat it. Just get me a doctor. Okay, wie können wir dem jetzt helfen? Wer meint, der wäre ein Mensch? Das ist, hatten wir vorhin ja schon festgestellt bei dem anderen Roboter. Aber hier unten müssen wir auch noch was machen, gell? Aber ich habe keine ID-Card. Da konnten wir uns heilen. Warte, hier müssen wir noch lang, genau. Oh, hier wäre ein guter Platz zum Verstecken. Oh, Verstecken. Oh Gott, ist er tot? He's dead. Carl. Samson Carl. Da so, und da geht's hoch. Oh, ich bin so unentschlossen, wo wir jetzt langlaufen, gell? Theoretisch müssten wir nochmal hierher
Und da oben hoch, weil da geht's jetzt zur Communication. Da müssen wir ja hin. Das macht er nicht. Blend. Da ist rot. Now control. Zu. Ja, aber klar, ist ja rot, ne? Oh, hier ist ein Zettel. Zeta, sofort umkehren. Wir haben Y. Versiegelt, um den weiteren Betrieb zu gewährleisten. Vermassel es nicht. Ah, Azaru. Karl war nicht mein Fehler. Puh. Richtig gut. Nix. Wenn ich das öffne, kommt jetzt Wasser raus. Ist doch gar nicht so Sinn und Zweck der Sache, oder? Dachte ich mir. Mind your head. Ich gehe nochmal zu Karl, weil wir ihn ja gefunden. Mechanic make more sense? You trying to be fucking funny? Give me a medic! But you're a robot! Really? Do robots have legs, hands, a face? You're delusional! Okay, calm down. I won't... Get some fucking help! Get me Holland! Glaube ich, machen, um weiterzukommen. Im Workshop waren wir schon drin. Da müsste man auch ins Deutsch. Wie kommen wir da rein? Ich habe keinen Code, ich weiß es nicht. Falscher Knopf, Entschuldigung. So. Ah, warte mal, Karls Mappe, Ausweis. Der hat doch da bestimmt eine Nummer drauf. ID 0722. Die ID 0722. Eingeloggt als Karl Simkin. Hier ist sonst nichts mehr, gell? Machen. AirDoc, keine Ahnung, mind your head wieder. So, was müssen wir machen? Was müssen wir denn machen? Okay. Hey. Wir können da nicht irgendwie einen Stecker ziehen oder so.
Nee, geht auch nicht. Hello? Ja, da ist mal die Fax und Dicke von uns, okay. Verständlich. Was muss ich machen? Jetzt hänge ich ein kleines bisschen. Ist im Workshop noch was drin? Dass ich hier irgendeine ID noch kriege? Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier Folgenende. Und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Das war so mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ciao, macht's gut.